Einschränkungen des Schultergelenkes, zum Beispiel durch Arthrose, sind besonders problematisch, da uns dessen Beweglichkeit einen wesentlichen Teil unserer Möglichkeit der Selbstversorgung ermöglicht. Wenn selbst Haare kämmen zur Qual oder gar unmöglich wird und dafür Hilfe in Anspruch genommen werden muss, ist das für die Betroffenen ausgesprochen frustrierend. Leider ist das Thema Schulterarthrose immer noch sehr negativ belegt. Anders als bei Arthrosen in Hüfte oder Knie sehen die Betroffenen der operativen Therapie mit sehr viel mehr Ängsten entgegen. Hier gilt es zu helfen, diese Unsicherheiten und Vorbehalte abzubauen. Nun, es wird mit jedem Patienten speziell anhand seines Krankheitsbildes ein Vorgespräch geführt. Es werden Röntgenbilder gemacht, MRT-Bilder, CT-Bilder, anhand derer die Operation in ihrem Umfang geplant wird, sodass während der Operationen keinerlei Unwägbarkeiten mehr auftreten können, sondern dass man im Prinzip schon beim Erstgespräch mit dem Patienten die Operation komplett planen kann. Der Patient kann sich im Rahmen einer solchen Operation darauf verlassen, dass die Implantate so klein wie möglich bei selber Funktionsfähigkeit ausgewählt werden und damit sehr schnell eine gute Belastbarkeit erreicht wird.